Herzlich willkommen zu Paranormal. Wir spielen Tape 1, The House. Sobald das Spiel irgendwann mal startet. Ich dachte, das lädt nur zu Ende und lädt, macht dann. Ah, jetzt. Er hat mich gerade schon gewundert, wieso der nicht das macht, was ich erwartet habe. Wir spielen natürlich die Full-Version. It's Friday, July 1st, 2011. Hello, my name is Mattel Clark. I'm an artist, and I've come to believe that my house is haunted. Lately, things have been going bump in the night. A lot. So, I've set up cameras around my studio, and I've got one here, and I've started recording things to try and prove to people that I'm not going crazy. This is the studio. This is where the magic happens. Don't mind the posing mannequins. I picked those up at Amazon. They help me visualize the 3D space when I'm working on my sculptures. There's some works in progress over there on the mat. Hopefully something will happen here in a second. Really trying to show that this is real and that I'm not trying to get famous on the internet. Ja, jetzt spielen wir. Die Umgebung sieht schon mal recht unvertraut aus. Wir haben auf jeden Fall schon sehr spät, wenn das eine Uhr ist. Aber gut, okay, wir gucken uns jetzt erstmal ein bisschen um. Hier haben wir schon mal das erste schöne Bild, was ein Mensch in einem Raum zeigt. Und ja, die Uhr sieht sehr interessant aus. Das ist, glaube ich, eine Uhr. Ja, das ist eine Uhr. Okay, also das erste gruselige Geräusch haben wir jetzt schon mal gehört. Die Figuren sehen auch nicht gerade sehr vertraut aus. Ich weiß nicht, ob die uns im Spiel später noch irgendwas anhaben werden. Ich will es aber nicht hoffen. Wir haben für das erste schon mal gefunden. Naja, gut, okay. So. Jetzt hört man meinen Hund im Untergrund wahrscheinlich bellen. Naja, gut, okay. California, San Francisco. Ja. Gut, okay. Foto haben wir nicht. Schon mal sehr vertrauend. So, dass es der Hund jetzt genau dann bellt, weißt du, wenn ich das hier mache. Okay. Wie man reden. Das Bild sieht auch sehr unvertraut aus. Jetzt rede ich mal ein bisschen lauter, nicht, dass das später nicht passt. Jetzt sieht so ein... Ich können wir sogar wirklich ausmachen, aber das wollen wir gar nicht ausmachen. Ich bin froh, dass das Licht an ist. Sieht irgendwie genauso aus. Zufall, ich weiß es noch nicht. Was? September 11th, 1984. He's toying with me. Every time I cry, he makes the house shake. I can't do anything. The door won't open. I'm trapped. September 13th, 1984. Marcus, please forgive me for everything. I had to move on when you died. I had to. Jeremy was just so close and so much like you. October 2nd, 1984. The baby was born today. It had Jeremy's face. Marcus killed it. I'm numb. The baby stopped breathing as I held it in my arms.
As I cried, my baby stared me in the eyes, only to have those eyes of his roll back into his head, leaving only the white to see. My suicide attempts continue to fail. My husband's spirit is torturing me. Okay. So. Haben wir hier noch sonst irgendetwas? Ist an sich schon so ein bisschen buggy, wie man sieht, aber ist ja auch nicht schlimm. Apropos, das Spiel, das könnt ihr auf Steam für 9,99 holen, also für 9,99 €. Wieso steht die Figur da? Die stand die gerade nicht. Okay. Kann das sogar einsammeln. Okay, meine Batterie geht leer. Jetzt habe ich Angst, was eingesammelt. Ich mach mal kurz das zu. Ich weiß schon mal, habe ich gelesen auf jeden Fall, dass wir hier hoch müssen. Und du musst dann ins Bett legen müssen. Ganz zufälligerweise ist das natürlich hier oben. Da liegt noch ein Zettel. Den lesen wir aber nicht jetzt. Da liegt das Licht an und aus. Muss mich jetzt verarschen. Great. The battery's low. Well, I can at least charge it by my bed when I'm sleeping tonight. Okay, also das ist sowas wirklich wie Paranormal Activities. Ist natürlich jetzt, ja, ist nicht so das, was ich mir erwartet habe. Okay. Da läuft was durch die Wohnung. Das ist ja mal echt gruselig. Jetzt ist es zufälligerweise immer noch dunkel. Genau. Hier geht es wieder irgendwo rein. Die Bilder sind auch echt gruselig. Das ist ja mal echt nicht schön. Das Bild ist cool. Ich mag Wölfe. Das ist echt nicht schön. Ich kann mich gerade auch nicht bewegen. Angst, dass was Gruseliges, also irgendwas jetzt von unten erschreckt oder so. Goodbye. Gut, okay, wir haben das nächste eingesammelt. Die habe ich gerade nie aufgemacht. Oder? Hä? Scheiße. Das ist echt mies gerade. Scheiße. Ich will gar nicht. June 27th, 1983. Marcus came home from work today seeming really flustered. When I asked what was wrong, he yelled at me and threw the bird's cage to the floor. Poe was our first pet together. July 1st, 1983. I don't understand why Marcus has been so stressed lately. I know being a teacher is tough, but the least he could do is talk to me about it so I can help him. July 4th, 1983. Fireworks are going off. Marcus hasn't returned home from work yet.
We were going to go watch the fireworks together. Another lonely night at home, just me and all the wine I can find. July 5th, 1983. I got the call today. The police found Marcus dead in his own classroom. I have trouble even thinking about this. It hasn't even fully sunk in yet, I suppose. My husband is gone forever, and I never got to say goodbye. Huh. Da unten klopft die ganze Zeit irgendjemand gegen die Tür. Ich bin ehrlich, ich will da gar nicht. Warum stehen die jetzt da so? Da oben. Der ist doch verflucht, oder nicht? Der steht da jetzt keiner mehr. Hilfe, bitte hilf mir. Ey, wieso spiele ich eigentlich solche Spiele? Ich mag die doch gar nicht. Ey, ich mag solche Spiele nicht, ne? Aber ich spiele es immer wieder. Als ob ich es nicht lernen würde. Ich gehe erstmal wieder hoch. Ja, meine Batterie ist schon wieder fast leer. Weiß nicht, wenn ich oben bin. Ich habe so Angst, dass sich hier was bewegt, ne? So unnormal. Scheiße. Ich komme nicht. Ich bin nicht hier. Hilfe! Da schreck mich doch nicht so, Mensch. Ich will gar nicht. Lass mich bitte in Ruhe. Hallo? Wer macht hier Licht aus? Ich spiel gar nicht. Ich spiel das gar nicht. Oh, wie kann er so in Ruhe schlafen? Nein, ey, das ist jetzt... Oh, 1:04. Boah, das krieg ich schon wieder so... Gänsehaut, ey. Da läuft einer unten rum. Ey, da läuft jemand. Scheiße, ey. Der Batterie ist wieder voll. Und ich will dich noch mal. Ich will dich. Können wir nicht einfach noch mal hier reingehen? Ey, überall Licht aus. Können wir noch irgendwas machen? Ich will dieses Spiel nicht mehr spielen. Bitte nicht. Ja. Gott, passiert eigentlich immer was anderes? Ey, die Kisten bewegen sich. Ey, der ist hier. Gott. Was war das? Ja.
Ja. Da läuft einer. Ey, die qualmt. Wer war da? Ha! Wenn ihr wisst, wie ich mich gerade fühle. Okay, also... Ja? Sie wünschen? Scheiße, ey. Ich gehe wieder nach oben. Das kann's knicken, Alter. Ich gehe da nicht mehr runter. Ganz knicken. Geh da nicht mehr. Nee. Ah, das geht voll auf den Kopf. Ja, mach jetzt die Tür zu. Ich bleib hier oben. Kann ich nicht irgendwie raus? Lass mich hier raus. Ey, ich hätte so Schiss, ne? Richtig viel, dass das nie in meinem Leben passiert. Nie. Ich muss da noch da unten, hab ich recht. Ich gehe aber wieder ins Bett. Das geht doch. Das geht wunderbar. Ich kann wieder ins Bett gehen. Sein, dass es jede Nacht schlimmer wird. Nach jedem Schlafen schlimmer wird. Ich will es ja nicht hoffen. Kann man hier eigentlich wechseln? Man kann, glaube ich, die Kameras gar nicht wechseln, oder? Obwohl, wir haben ja mehrere Kameras, aber... Wieso steht da eigentlich mal so auf? Ich habe Angst, wenn ich umdrehe, dass da einer steht, ey, ganz ehrlich. Ey, der kommt. Kann hier irgendwas antippen? August 11th, 1984. Okay. I'm not alone in this house. I can feel Marcus watching. He knows about Jeremy, he knows about the baby. I'd never been a religious woman, but I need Christ right now more than ever. August 23rd, 1984. I woke up this morning, only to find Jeremy dead in the bathtub. The water was red with blood. Marcus did this. He killed his own brother. My only reason for living is the baby within my womb. September 2nd, 1984. The lights keep flickering, the banging noises won't let up. The doors keep slamming. Marcus is angry. September 7th, 1984. I wish he would kill me already. Kill the baby, I don't even care, just stop the pain. I hate him, I hate you, Marcus, I hate you. What the hell was going on in here? Nee, das ist doch... Hilfe, wer macht so kranke Spiele? Hilfe. Wer macht denn so kranke Spiele? Wer macht so kranke Spiele? Das Wasser da raus. Das musst du nicht lesen. Nein. Oh, mach das aus, ich will hier raus. Lass mich hier raus. Mach die Tür dazu. Scheiße. Nicht schlafen. Ich schlafe mich jetzt. Oh Gott. Scheiße. Hab ich mich verschreckt, Alter. Das war... Ich stand da im Raum und ich konnte nichts mehr machen. Kalinski. Mein Herz ist im Arsch. Ich will gar nicht mehr.
dass das überhaupt... Kann ich eigentlich Kamera wechseln? Bitte nicht mehr, ich will es nicht mehr spielen. Ich will es doch gar nicht mehr spielen. Lass mich bitte in Ruhe mit dem Spiel. Oh Gott. Wie ist das? Wie ist das? Scheiße. Oh Gott, das Spiel, das ist so furchtbar. Bitte lass mich mit diesem Spiel in Ruhe. Das ist das schlimmste Game, was ich in meinem Leben je gespielt habe. Oh Gott. Ich danke euch trotzdem fürs Zuschauen. Ganz herzlichen Dank. Wenn es euch gefallen hat und ihr wirklich mehr sehen wollt, dann mache ich gerne nochmal eine Runde, aber... ohne das muss nicht sein. Ich bedanke mich. Bis dahin. Ciao.